Marschbereitschaft herstellen, Abmarsch, Einrücken in die vorbereiteten Stellungen. Die Übung kann beginnen. Irgendwo im Bundesgebiet ist immer Manöver, mal kleiner, mal größer. Das gehört zum Soldatenleben. Ständige Übungen erhalten die Verteidigungsbereitschaft. Ein Gemeinplatz, gewiss, aber jeder weiß, dass er stimmt. Manöveralltag. Das heißt auch, dass Manöver alltäglich sind. Aber das gilt nicht für jedes Manöver. Manche finden selten statt, sei es, weil der Aufwand zu groß ist oder das Übungsziel aus dem üblichen Rahmen fällt. Und ganz wenige Übungen haben überhaupt erst ein einziges Mal stattgefunden, seitdem es die Bundeswehr gibt. Von einer solchen Übung handelt unser Bericht. Er zeigt Ausschnitte aus einem Geschehen, dem man sich stellen muss, wenn die letzten Konsequenzen moderner Kriegsführung gezogen werden. Alles war gestellt in diesem Manöver, wie üblich, auch dieser Atompilz. Aber er beleuchtete eine Szenerie, die kommen könnte, wenn wir und andere versagen. Tot, verwundet, geblendet vom atomaren Blitz, die Soldaten spielten ihre Rollen mit beklemmender Eindringlichkeit. Das könnten die Folgen sein, wenn der Gegner atomare Waffen einsetzt. Davor sollte man seine Augen nicht verschließen. Was danach zu tun ist, zeigen diese Bilder. ABC-Abwehrkräfte der Bundeswehr im Einsatz. Und dies war die Übungslage. Der Gegner hatte eine Radarstation der Bundeswehr mit einem atomaren Sprengkörper ausgeschaltet. Davon betroffen war auch eine Kompanie in ihrem Rastraum. Der Erkundungstrupp hatte keine Verstrahlung festgestellt. Die Rettungskräfte des Bataillons treffen ein, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten und Entgiftungsfahrzeugen. Retten und bergen heißt die Devise der ABC-Abwehr. Die Rettungstrupps kümmern sich zunächst um die Verwundeten. Auch in dieser Situation hat die Rettung von Menschenleben absoluten Vorrang vor der Bergung des Geräts und der Toten. Von den überlebenden Soldaten stehen viele unter Schock. Was ist? Sag doch was! Was ist? Was ist hier? Sag doch was! Inzwischen ist der Arzt des beweglichen Arzttrupps vor Ort und entscheidet, wer sofort versorgt werden muss und wer transportfähig ist. Für den Angriff auf die Radarstation war ein atomarer Sprengkörper von einer bestimmten Größenordnung angenommen worden. Durch die thermische Strahlung und die Druckwelle waren im Umkreis von 1000 Metern Häuser zusammengestürzt, Autos von der Straße gefegt und Wälder in Brand geraten. Der Truppenübungsplatz Schwarzenborn war zu einer realistischen Kulisse hergerichtet. Opfer und Retter wurden von den Soldaten des ABC-Abwehrbataillons 900 dargestellt. Mit Schweißgeräten befreien Berge Trupps verwundete Soldaten aus den zerstörten Fahrzeugen. Der Auftrag retten und bergen heißt im Ernstfall Verwundete retten und versorgen, Tote bergen und das Einsatzgebiet von Trümmern und zerstörtem Material freiräumen. Dafür sind die ABC-Abwehrkompanien mit Spezialgerät ausgerüstet. Die Soldaten der ABC-Abwehreinheiten sind, wie alle Soldaten, in erster Hilfe ausgebildet. Sie können also schon helfen, bevor das bewegliche Ärzteteam eintrifft und die Versorgung der Verwundeten übernimmt. Wenn die Überlebenden gerettet sind, werden die Toten geborgen. Ihre Identität stellt der Gefallenenregistriertrupp fest. Die Spezialisten im Retten und Bergen können sich aufgrund ihrer Ausbildung und Ausrüstung auch in solchen Gebieten bewegen, die radioaktiv verstrahlt sind. Durch ihre organisatorische Eingliederung auf allen militärischen Ebenen ist schneller Einsatz garantiert. Jede Truppe verfügt über ausgebildetes ABC-Abwehrpersonal und die notwendige Ausstattung. Nächster Übungsabschnitt, Transport der Verwundeten zum Truppenverbandplatz des Bataillons.
Für diese Übung wurde ein alter Bunker als Truppenverbandplatz eingerichtet. Den Truppenarzt des Bataillons erkennen wir wieder. Er ist derselbe, der als Chef des beweglichen Arzttrupps am Einsatzort tätig war. Er spielte notgedrungen eine Doppelrolle, denn von den beiden Arztstellen des Bataillons ist im Frieden eine V gestellt. Das heißt, sie wird nur im Verteidigungsfall tatsächlich besetzt. Hier trifft der Bataillonsarzt die Entscheidung, welche Verwundeten von einem Facharzt weiter behandelt werden müssen. Für ihren Transport ins Feldlazarett fordert er Hubschrauber oder Krankenwagen an. Trinken! Starke Schneefälle hatten das Übungsgelände in eine reizvolle Winterlandschaft verwandelt. Ein zweifelhafter Reiz für die Soldaten des ABC-Abwehrbataillons 900. Ihnen wurde durch die harten äußeren Bedingungen viel abverlangt. Die Einsatzbereitschaft der ABC-Abwehrspezialisten ging so weit, dass sie bei manchem zu weit ging. Wie bei diesem Soldaten, den seine Kräfte verließen. Die Bundeswehr verfügt bekanntlich über keine eigenen atomaren, bakteriologischen oder chemischen Kampfmittel. Aber ihre Soldaten müssen darauf vorbereitet sein, dass ein Gegner, der ein solches Arsenal besitzt, davon auch Gebrauch macht. Unsere ABC-Abwehrkräfte bieten die Gewähr, dass den davon betroffenen Soldaten schnell und wirksam geholfen wird.